Willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation Zufluchts DLC. Ich habe auf euch. Was war das denn? Ich habe auf euch gewartet. Ionenschneider. Ich habe auf euch gewartet und wir spielen endlich weiter. So. Bin echt gerade hochkonzentriert, weil ich nicht weiß, wo dieses Kack-Alien ist. Und ich möchte keinen Fehler machen bei dem Sachen. Wir haben 2200 Sachen gesammelt an Punkte. Ich höre es nicht. Ich höre es verdammt nochmal. Ich höre es nicht. Scheiße. Boah, ist das spannend gerade. Ist das spannend. Und man kann sich hier nirgendwo. Die Türen sind offen, oder? Ja, die Tür ist offen da hinten. Ich werde es mal versuchen, mein Glück. Ich versuche es mal. Ich höre das Alien nicht. Das ist so gemein, ist das. Wow, 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 da hinten war es. Da hinten war es, da hinten war es, da hinten war es, da hinten war es. Da hinten war es gewesen. Da hinten war es gewesen. Da hinten war es gewesen. Ich würde gerne in der Tür rein, wo die Dings waren. Oder hier rein. Scheiße. 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 Ich mach Scheiße. Ich mach Scheiße. Ich mach große Scheiße. Ist die Tür jetzt offen da hinten? Nee. Nee, Strom wieder. Wow, 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 wow. Scheiße, 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 scheiße! Scheiße, bitte nicht, 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 bitte nicht. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Geh einfach weiter, du Kack-Alien. Geh weiter! Es ist nicht so, als wenn ich aggressiv werden würde. Aber der ist Kack-Alien. Kann man schleunigst dahin gehen, wo es hergekommen ist. Nein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hä? Ich meine, cool, geil, boah. Schickes Aussehen hat das Alien. Wo ist es hin? Ich höre es rechts, aber ich sehe es nicht. Hat das Alien jetzt herausgefunden, wie man Türen öffnen kann? Herzlich willkommen bei der Preis ist heiß. Wo ist dieses Kack-Alien gerade? Und wo war der Ausgang? Ich glaube in der Richtung. Jetzt kommt das Alien uns entgegen und ich fresse einen Besen. Ich höre es. Oder? Mach's gut, Alien. Da ist die Bar. Die Bar ist offen. Und das Alien ist nicht da. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Ich riskiere es, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich will sammeln. Ich will sammeln. Ich will sammeln. Ich will speichern. Nein, ich kann die Impfpistole nicht. Oh oh. Da war's. Da war das Alien. Ich meine, ich hab's gesehen. Mann, noch 200 Punkte, da können wir endlich speichern. Verdammte Axt. Mann.
Da läuft es gerade. Es läuft gerade rechts runter, aber es wird wahrscheinlich wieder umdrehen. Mann! Oh, Alter, hab ich dich erschrocken! Was? Was? Alter, ich kriege... Boah, ich brauch... Alter, ich brauch gleich eine Baldrian. Ich muss erstmal eine Baldrian gleich einspeisen. Warum? Boah, das Alien hat mich voll verarscht. Was ist das denn? Das tut so... Ach ja. Ich gehe einfach mal... Ich gehe einfach mal schön durch die Tür. Und dann... komm ich einfach mal an. Alter, was ist das denn? Das Alien verarscht mich einfach mal. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Kack-Alien. Ich mach's ehrlich, Alter. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Das... Wir waren so... Wir haben so schön gesammelt. Boah, was... Aber was ein drecks... Hinterlistiges Dreck-Kack-Fotzen-Alien, oder? Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es muss sich einfach mal loswerden. So ein asoziales Abfuck-Alien jetzt gerade mal. Boah, krass. Boah, da musste ich mich aber echt zusammenreißen. Ich habe mich echt erschrocken, weil auf einmal urplötzlich das Ding angerannt kam und ich so dachte, okay, es wird da durch die Tür gehen. Auf einmal kommt es angerannt. Wie kann es uns denn gehört und gesehen haben? Meine Fresse, ey. Ich brauche echt hier bald einen Notarzt neben mir, der auf mich aufpasst, wieso meine momentane Lage ist. Und ich soll Silent Hills spielen? Oh mein Gott, Silent Hills, ja natürlich. Reflex, so macht das schon. Am besten mit Oculus Rift. Oder mit... Ach ja, mit der schönen Project Morpheus. Ja, hey. Ich freue mich. Ich werde so bluten. Ich werde so ein Herzklabberstar, glaube ich, bekommen. Dass ich vor der Playstation während eines Let's Plays, glaube ich, an Herzversagen sterbe, steht dann ganz groß in der Bildzeitung. Let's Player stirbt vor seinem eigenen Bildschirm mit Brille auf dem Gesicht. Codename Reflex. Ach, guck mal an. Jetzt hat er auf einmal eine Lötlampe. Was ist denn der Unterschied zwischen Lötlampe und Ionenschneider? Das muss mir einer... Ihr könnt mir das wahrscheinlich sicher sagen, aber ich... Anstatt hat er das einfach mal ausprobiert, ja? Weil das Ding sieht ja an jeder Tür gleich aus, was wir da aufschweißen. Puh. Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. Kann ich was bauen? Ja, kann ich. Ein bisschen zumindest. Was einsetzen. So, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun, die mir hier aber leider nicht viel hilft. Und ich frage mich, ob das Alien hier auch erst kommt, wenn man den Generator einschmeißt. So wie in den anderen Raum. Haben wir eine Rauchbombe? Ach, eine Rohrbombe. Hätte ich mal von vornherein, hätte ich mal hier den links den Gang wählen sollen. Da oben ist auch noch ein Raum. Den habe ich vorhin im Eifer des Gefechts gar nicht mitbekommen. Oder beziehungsweise in der letzten Folge. Da waren wir ja auch schon hier. Oh, dieses Kack-Alien, ey. Boah, es gibt's gar nicht. Dieses verdammte Assi-Alien. Ich glaube, ich werde irgendwann mal das Alien mal anschreiben. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Bombe. Was zum Verstecken? Achso. Ich versuche immer so ein bisschen mein Gähnen zu unterdrücken. Ja, das soll jetzt nicht heißen, boah, Alter, ich geh doch mal im Bett. Oder warum machst du das? Ne? Nimmst du nur auf, um die Folgen rauszukloppen? Nein. Das liegt daran, weil es halt relativ spät schon ist. Wir haben nämlich schon 2 Uhr auf der Uhr. 2 Uhr nachts und ja, ich hatte mal Bock, so ein bisschen das Let's Play aufzunehmen. Im Nebenbei bin ich, Nebenbei bin ich noch Minecraft am Rendern. Auch noch.
Also heute wieder voller Let's Play-Tag. Ich werde wahrscheinlich wieder bis 5 Uhr morgens am Rechner sitzen und die Videos schneiden. Aber es macht mir Spaß. Wie gesagt, das... Oh Gott, und dieser Weg ist nur ein Schlauchlevel, was ich bis jetzt sehe. Ich habe keinen anderen Alternativweg gesehen von hier aus. Die Rohrbombe, die kann uns echt hilfreich sein, vor allem für die andere Seite. Denn da haben wir ja echt dann die Möglichkeit, mal so eine Rauchbombe zu werfen, ohne dass uns das Alien dann... Hier ist der Generator. Okay, ich werde trotzdem noch mal kurz mich umsehen. Die Punkte von der Zeit kriegen wir eh nicht. Also ich möchte hier jemanden sehen, der wirklich durchrennt. Also das ist so nicht meins. Ja. Ich glaube, es ist für heute auch, glaube ich, erstmal die letzte Folge, die ich aufnehmen werde. Und danach brauche ich mal wieder ein kleines Gaming-Päuschen. Hört sich ein bisschen an wie bei Outlast, der Typ mit der Säge. Als ob er gerade beim Zahnarzt sitzt oder so. Willkommen zum Zahnarzt-Simulator 2015. So, dann werde ich mal den Generator starten und mal schauen, was passiert. Ich habe da so eine Vermutung. Aber, vielleicht ihr auch. Weiß ich ja nicht. Was, die Tür ist jetzt offen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, wie war denn nochmal der Rückweg? Was? Wo, was, wo, wie, wo, wer, warum, weshalb? Hey, hier liegt noch so viel Zeug rum, hey! Überall in jeder Ecke ist hier... In jeder Ecke ist hier was versteckt. Ich sehe schon, gleich kommt das Alien irgendwo raus. Durch eine Tür. Und sagt, hallo Reflex. Wie geht's denn so? Wollte ich mal besuchen kommen in deinem Let's Play-Zimmer? Ah ja, okay. Ein quasi fast sicherer Raum. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich versuche mal wieder ein bisschen zu sammeln zwischendurch. Während das Alien hier gerade rumtänzelt. Und vorsichtshalber habe ich mal die Rohrbombe genommen. Weil die ja doch ein bisschen effektiver gegen das Alien ist als wie so eine scheiß Pumpgun. Ach, jetzt sind wir hier. Ach du Scheiße. Aber hey, das war... Hey, das war gut. Hier ist der Ausgang. Hey, natürlich. Aber Moment, hier lang. Nee, Moment. Fuck, wo war der Ausgang? Hier, ne? Nee. Ah, ich bin verwirrt. Hilfe! Ah, hier. Scheiße. Ich bin verwirrt. Da unten liegt noch was. Da liegt noch was. Das möchte ich mitnehmen. Das möchte ich mitnehmen. Ich höre das Alien. Bleib da, Alien. Bleib da, Alien. Bleib bloß da. Oh. Oh. So, jetzt mal kurz gucken. Huch, ruckel, ruckel. Nein, wir bekommen hier keine Punkte für die Teile. Sondern die sind nur quasi als Bonus gedacht. Das heißt, ich kann immer noch nicht speichern. Och, ist das assi. Das ist voll assi, aber auch irgendwie voll wieder cool. Ich frage mich, wofür die Räume hier hinten sind. Weil da sind auch Kisten. Ist das vielleicht dann hier das finale Level? Da hinten in dem Fahrstuhl? Dass man dann hier vielleicht irgendwie erst die Teile holen muss. Obwohl, die Schlüsselkarte habe ich ja schon in einem Raum gesehen. Naja, Halleluja. Dann würde ich sagen, wählen wir uns mal unsere nächste Aufgabe aus. Vorratspaket holen. Da ist nur ein Vorratspaket und hier müssen wir 3 Vorratspakete holen. Bekommen aber...
bei dem einen Vorratspaket Bolzenschießer und Munition und bei dem anderen bekommen wir Medikit. Die Medikits sind eh uninteressant. Weil das Alien kann uns angreifen. Ich werde trotzdem nochmal hier das Vorratspaket holen. Achso, wir haben ja auch noch den der Motion Tracker, der uns zeigt, wo wir hin müssen. Laden denn die Ressourcen neu? Oder sind die, wenn man die Eimer hat, sind die weg? Wenn man die Eimer hat, sind die anscheinend weg. Oder vielleicht spawnen die erst nach einer gewinnten Runde. Round 2. Welcome. Ich höre das Alien schon. Ich höre das Alien schon. Ich höre das Alien schon. Was, hier ist eine Kamera? Willst du mich verarschen? Wo muss ich hin? Hier war ich ja noch nie gewesen. Nein, ich kenne mich hier nicht aus. Ich kenne mich hier doch gar nicht... Ich kenne mich hier doch gar nicht aus. Oh Gott. Mach die Tür auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Da habe ich ja jetzt auch voll die Zeit für. Ja, klar, natürlich. Und das Alien kommt schon. Klar. Sonst geht's euch gut, oder was? Es kommt, 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 es kommt. Ich hab's gehört. Hallo? Hallo? Da lacht irgendwas mit Pumpgun. Hallo? Na, na. Na, jetzt aber. So. Ich hocke in meinem Bunker mitten in Berlin. Normalerweise, wenn es das Alien doch durch die Scheibe sieht, dann kommt es ja rum. Die Frage, die ich mich doch jetzt stelle, wenn wir uns dann unterm Tisch verstecken, dürfte es uns doch nicht finden hier drin, oder? Eigentlich. Es ist hinter uns. Kehren Sie zum Schutzraum zurück. Ach, jetzt habe ich die 2052 Punkte bekommen in dem Raum, weil ich das Teil eingesammelt habe. Ja, Halleluja. Wenn ich jetzt weiß, wo es zurückgeht. Nein, 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 nein. Nein, ich hab's mir selbst verbockt. Oh nein! Oh. Du Scheiße, genau in dem Moment springt dieses Kack-Alien durch die Tür, ey. Mann! Ach, ja, liebe Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal gewesen vom Let's Play Alien Isolation, den Zufluchts-DLC. Und falls ihr mehr sehen falls ihr mehr sehen wollt von diesem Let's Play beziehungsweise von diesem Spielmodus, dann schreibt's unten unter die Kommentare und ja, ansonsten sehen wir uns dann in der Let's Play Live Show wieder, denn ich werde es wahrscheinlich mal im Stream zeigen, definitiv. Und würde sagen, ja, bleibt mir treu, macht's gut, ciao!